Leg auf, Cyril. Es ist wie beim letzten Mal. Die Stimme sagt dir, dass die Nummer nicht vergeben ist. Komm, leg auf. Gib mir das Telefon. Du hast die Nummer falsch eingegeben. Lass mich selber wählen. Gut, wenn du willst. Aber du machst den Lautsprecher an. Und wenn die Stimme sagt, die Nummer ist nicht vergeben, legst du auf. Verstanden? Ja. Mach schon. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht vergeben. Hast du gehört? Die Nummer, die Sie gewählt haben. Geh mit den anderen spielen. Ich rufe den Hausmeister an. Gib mir seine Nummer. Das haben wir schon mal gemacht. Du weißt, was er gesagt hat. Dein Vater wohnt da nicht mehr. Akzeptier das endlich. Dann hätte er mir mein Fahrrad zurückgegeben. Und der Hausmeister muss ihm sagen, dass ich ihn sprechen will. Der Hausmeister hat gesagt, dass er nicht weiß, wo er ist. Gib mir das Telefon. Das gibt's doch nicht. Au, lass mich los, lass mich los. Cyril! Cyril! Fang ihn wieder ein! Papa! Papa, bist du da? Papa! Was machst du da? Hier wohnt keiner mehr. Doch, mein Vater! Keiner wohnt, keiner fragt den Hausmeister, willst du sagen? Los, jetzt verschwinde, geh runter! Geh runter! Hey, wirst du wohl runtergehen, ja? Cyril? Warte! Cyril! Du bist der gestürzt ist? Ja. Hast du dich im Haus verlaufen? Ein bisschen. Das ist doch ganz einfach. Tut dir etwas weh? Ja, das Bein. Blutest du? Nein. Du bist aber nicht auf den Kopf gefallen? Nein. Dann gib mir deinen Namen und deinen Vornamen. Guten Tag, Madame. Wir sind Cyrils Lehrer. Er ist aus der Schule weggerannt. Sei vernünftig. Komm. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Komm. Lass die Dame los. Cyril, komm. Du tust mir weh. Drück mich nicht so fest. Lass die Dame los und komm mit uns mit. Ich bleib bei meinem Vater. Dein Vater wohnt hier nicht mehr. Doch, mein Fahrrad ist auch hier. Du kannst mich festhalten, aber drück mich nicht so fest. Kommst du jetzt, Cyril? Nein! Ich kann Ihnen die Wohnung aufmachen, dann wird das sehen. Hast du den Hausmeister gehört? Wir sehen uns jetzt die Wohnung deines Vaters an, okay? Entschuldigen Sie, Cyril. Die Dame, die du beim Arzt nicht loslassen wolltest, weißt du noch? Sie möchte mit dir sprechen. Hörst du, was ich sage? Cyril? Ich habe dir dein Fahrrad zurückgebracht. Haben Sie meinen Vater gesehen? Nein. Wie haben Sie es denn gefunden? Zieh dich an. Wie haben Sie es gefunden? Naja, du hast dem Hausmeister gesagt, dass dein Fahrrad schwarz ist, mit einer verchromten Gabel. Also habe ich nach so einem Fahrrad gesucht. Und wo war's? Na, in der Siedlung. Ich habe einen Jungen damit fahren sehen und hab's von seinem Vater zurückgekauft. Was soll das heißen? Er sagte mir, dein Vater habe es ihm verkauft. Dann lügt er. Er hat's geklaut und ihn verkauft. Oder es ist nicht meins. Da ist der Kratzer. Es ist meins. Er hat's meinem Vater gestohlen. Was haben Sie dafür bezahlt? Nicht so wichtig. Vielleicht brauchte dein Vater Geld, um die Gas- oder Stromrechnung zu bezahlen. Nein, das hätte er niemals gemacht. Sag der Dame danke. Vielen Dank. Schauen Sie. Wow. Bravo. Sehen Sie nur. Wiedersehen, Monsieur. Auf Wiedersehen und danke. Tschüss. Tschüss.
Gut, gehst du zu den anderen frühstücken? Cyril, pass auf! Wochenenden zu ihm? Das kann ich nicht einfach entscheiden. Da muss ich mit deinem Direktor. Er hat sich ja einverstanden. Er sucht immer Gastfamilien. Sprechen Sie doch jetzt mit ihm. Nein, ich komme schon jetzt zu spät zur Arbeit. Ich werde ihn anrufen. Bis dann. Das sagen Sie, aber werden Sie nicht machen. Doch, das werde ich. Ja, Hausmeister? Hier ist Cyril. Ich möchte zu meinem Vater. Welcher Cyril? Cyril Cartuel. Mein Vater wohnt im 5. Er wohnt nicht mehr hier. Er ist vor einem Monat ausgezogen. Aber da steht sein Name an der Klingel. Dein Vater ist nicht mehr da. Er ist weg. Akzeptier das endlich. Am Wochenende zu ihm? Das kann ich nicht einfach entscheiden. Da muss ich mit deinem Direktor drüber reden. Und er ist sicher einverstanden. Er sucht immer Gastfamilien. Und du? Was? Lädst du keinen Freund für dich ein? Kümmer dich um deinen Kram. Wo wohnst du? Bei Samantha, der Friseurin am Platz. Ich bin Wes. Wesker, weißt du, in Resident Evil. Ich such dich überall seit 2 Stunden. Es ist nicht seine Schuld. Er hatte unten in der Stadt einen Platten. Ich habe ihn zur Werkstatt mitgenommen. Ich habe nichts gefragt. Gib mir dein Fahrrad. Nein, ich fahre allein nach Hause. Du kommst mit mir. Papa! Papa! Ich wollte dich ja anrufen. Dann dachte ich, es bringt ja eh nichts, wenn ich dir absagen muss. Macht nichts. Wann sehen wir uns wieder? Ich rufe dich auf deinem Handy an. Nächsten Samstag? Ich versuch's. Mach dir keine Sorgen. Ich rufe an. Wenn du nicht anrufen kannst, komme ich dich hier wieder besuchen. Was hat dein Vater dir gesagt? Er sagte, dass er mich anrufen würde, vielleicht am Samstag. Ich habe ihm meine Handynummer gegeben. Nein, nur daran zu denken, stresst mich schon. Nein, er mag sie. Kümmern Sie sich bitte um ihn. Er will Sie sehen und nicht mich. Er wird mich vergessen. Nein, ich flehe Sie an. Versorgen Sie ihn. Das sollten Sie ihm wohl selber sagen.